Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Tagged Legends. Heute nicht ganz normal an Freitag, ab nächste Woche dann am Sonntag. Aber es bleibt wahrscheinlich beim Montag mit dem Stream. Das sollte man mal vielleicht so sagen. Heute haben wir wieder was vor. Wer es nicht weiß, ich habe ja am Montag gestreamt und das nicht ganz alleine. Genauso wie diese Folge bin ich auch nicht ganz alleine. Und wir wollen heute folgende Sachen aufbauen und installieren. Und zwar einmal diesen Steinbruch, die Pflastersteine und irgendwo hier sind auch noch Motoren. Da sind die Elektromotoren. Die werden wir dann mit Strom versorgen. Dafür brauchen wir Gummi. Das wird hier gerade so schön drin gemacht. Jedoch haben wir nicht mehr so viel Strom. Und irgendwie will dieser Motor nicht nachproduzieren. Was mich gerade etwas aufregt. Deswegen werden wir den mal kurz abbauen und wieder aufstellen. Ich nutze mal diese Pause, um auch einfach mal Hallo zu sagen an diejenigen, die zuschauen. Ich habe mich einfach, ich bin der wunderbaren Einladung natürlich gefolgt. Das ist eine sehr, sehr große Ehre für mich, zumindest als kleiner Beistand hier in der Folge mit dabei zu sein. Auch wenn ich jetzt selber natürlich nicht mit dem Projekt arbeite, aber zumindest, man sagt ja auch immer so schön, dabei sein ist alles, ne? Egal ob ich. Ich bin selber gerade nur dabei, privat ein bisschen Eurotruck zu zocken. Von daher habe ich sowieso genug Zeit, um. Ja, das nennt man dann wohl hier ein ordentliches technisches Problem, denn irgendwie will hier nichts mehr vollladen. So, den müssen wir jetzt. Sehen wir nichts mehr ging, obwohl alles gut angeschlossen war. Man müsste daran gemacht hat eigentlich. Ja, jetzt habe ich das Problem gerade. Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Es läuft wieder. Wir mussten jetzt. So, wo war ich jetzt genau? Das ist heute unser Ziel erstmal. Das werden wir dann erstmal nur an eine kleine Truhe anschließen. Dafür müssen wir aber jetzt erstmal. Und das müssen wir natürlich jetzt erstmal so eine Art Versorgungsschacht, weil das Ding soll ja am anderen Ende des. Ganges wollte ich jetzt schon fast sagen, am anderen Ende des Berges soll ja dann unsere Quarry stehen, zu Deutsch, unseren Steinbruch, aber da ja auch schon einige Zuschauer bei Facebook gesagt haben, ich soll doch bitte die englischen Begriffe verwenden, richte ich mich natürlich danach, denn, naja, wir sind ja beide mehr oder weniger hier auch schon Minecrafter der ersten Stunde, vielleicht nicht der ersten, aber. Vielleicht nicht der allerersten, aber schon. Aber auf jeden Fall der zweiten. Ja, aber so, wir haben beide damit angefangen, da war das Spiel noch in der Beta. Ja, ich weiß, ihr seht jetzt gerade reichlich wenig, denn es ist dunkel hier. Das ändert sich, sobald ich den Berg durchbrochen habe. Ich hoffe, ich durchbreche ihn überhaupt. Das sieht gut aus. Wer auf Erde stößt. Scheiße, jetzt kommt wieder. Nee. Ah, so breit war der Kackberg doch gar nicht. Glaube ich. Was essen wir auch mal wieder. Das ist übrigens auch noch so eine Sache, um die wir uns bald kümmern müssen. Nahrung wird langsam knapp. Also müssen irgendwann hinten rauskommen, das, oder? Anscheinend nicht. Okay, dann machen wir es anders, dann machen wir es hier in die Ecke so ungefähr.
Es wäre vielleicht ein bisschen leichter. Ich mache mal hier so, damit wir dann gleich innen drin sehen, wo wir denn gerade sind. Mache ich mal hier so ein klein bisschen so, ne, ein bisschen Cobblestone hin. Damit ich das dann auch wiedererkenne. Und dann, weil dann sind Kabel und alles zu lang. Eigentlich ist es sowieso eine dumme Idee. Ich mache es einfach direkt hier. Ja, das ist, glaube ich, wirklich die schlauste Sache. Weil wir verlieren ja auch über die Meterkabel verlieren wir Strom. Und das ist, naja, ein bisschen blöd. Dann müssen wir tatsächlich schon wieder hier raus. Meine Nase ist übrigens auch ein bisschen zu, falls ihr euch wundert. Gucken, wann wir hier jetzt rauskommen. Versorgungsschacht müssen wir natürlich auch ausleuchten, weil sonst kommen hier irgendwann die Creeper-Teile und machen uns den Gar aus. Das wäre natürlich nicht so geil. Das Ganze muss natürlich ein bisschen größer sein, denn wir wollen das hier begehbar machen. Das heißt, alle Rohre etc. pp. Müssen an die Decke montiert werden. Ich hoffe, jetzt ist das Gummi etwas weiter, denn das Problem, was wir haben, ich will, da ich nicht genug Gold habe, muss ich High-Voltage-Kabel nehmen, weil die etwas billiger in der Produktion sind bezüglich der Materialien. Also, ich sag mal, Eisen ist einfach leichter zu finden als Gold. Sollte allen soweit klar sein. Dann wird es dann irgendwann mal hier geradeaus weitergehen. Da wird nämlich dann ein, wie sagt man, ein Lager entstehen. Noch ein bisschen ausschmücken. Komme ich dann hier das Kabel so hin, verläuft dann einmal zack hier ums Eck rum und führt dann da raus. Das Ganze machen wir jetzt noch ein bisschen heller, damit ihr auch was seht. Zwar jetzt gerade nur 6 Fackeln, aber es müsste ausreichen. Jetzt gucken wir mal, was die heimische Gummiproduktion macht. Ja, das sieht doch mal nach was aus. Dann haben wir schon wieder ein bisschen mehr und dann können wir das so schön dick verpacken. Achtundzwanzig ist leider etwas wenig, trotzdem noch. Dennoch können wir natürlich das Kabel schon mal dann hier legen. Das sind natürlich so dicke, fette Kabel. Ist ein bisschen doof, aber Glasfaser ist natürlich etwas eleganter. Gebe ich ja auch zu. Na, guck mal, so weit ist es gar nicht mehr. Dann müssen wir jetzt hier nur übergangsmäßig noch 2 Türen hinklöppeln. Oh, das ist schlecht. Hier sind 2 Kabel, die haben sich dazwischen ge. Mogel, die müssen wir noch weiter isolieren. Dennoch müssen wir da jetzt noch 2 Türen hinklatschen, weil wenn wir die nämlich nicht da haben, dann haben wir so gesehen hier, was heißt so gesehen, wir haben dann hier den Tag der offenen Tür. Habe ich das ein bisschen besser vorbereitet, gebe ich ja auch ehrlich zu. Man muss ja auch. Man muss ja auch dazu sagen, also dass jetzt in diesem, just in diesem Moment aufnimmt, das war ja Zufall. Ja, Das heißt Zufall, aber es war aber ja halt es, eben so also ein ich hätte Effekt. sonst morgen aufgenommen und da wäre es nicht besser vorbereitet gewesen, also. Ja, okay, gut, dann habe ich nichts gesagt, aber jetzt sagt, dass er wäre sonst so vorbereitet gewesen, Ja, ich hätte es mal habe, so ja, ich vorbereitet habe gehabt. aber auch wieder im Stream nicht an alles gedacht, also von daher, daran liegt es mehr so.
So, während dann die heimische Gummiproduktion dann noch ordentlich am Laufen ist, wollen wir denn dann doch nochmal ein kleines Lager schon mal bauen, wo wir dann ein bisschen Patronen hinstellen, weil, obwohl ich bezweifle, dass heute überhaupt schon irgendwo was ankommt. Das Lager wird natürlich dann hier in diesem Bereich erstmal so ein bisschen provisorisch jetzt hier nur entstehen, ist klar. Und dann werde ich das alles da drum rum, weil das Lager soll auch schön weit entfernt von den Maschinen und alles liegen, weil es soll ja alles später mal mit Logistikpipes ausgeschmückt werden. Und dafür brauchen wir jede Menge Platz. Und wenn ich dann zu nah am Maschinenraum arbeite, ist das, beziehungsweise der Maschinenraum soll ja langfristig auch noch ausgebaut werden. Die Pipes wollte ich dann schon mal verlegen. Beziehungsweise ich habe auch wieder ein bisschen mehr Gummi jetzt schon. Es wird auch noch nicht genug sein, leider. Und Truhen können wir in dem Zuge dann. Also ihr habt, also wenn ihr sehen wollt, wie ich an den ganzen Kladderadatsch gekommen bin, empfehle ich euch wärmstens, den Stream anzugucken. Der ist ja komplett hochgeladen. Denn dank YouTube ist das mit dem Hochladen von Streams alles ein bisschen leichter. Also deswegen streame ich persönlich auch nicht auf Twitch, weil bei mir dauert es Ewigkeiten, bis ich ein 4-Stunden-Video hoch habe. Möchte ich nicht wissen, was bei einem 3-Stunden-Video passiert. Fange ich wahrscheinlich heute an, bin dann übermorgen fertig. Deswegen, ich weiß nicht, ich denke mal, Twitch wird entweder gar nicht benutzt oder wenn dann nur noch von dir, ne? Aber für mich besteht ja auch die Möglichkeit, das über YouTube zu machen. Ja. Ich Ja, aber glaube, ich sag mal, bei das. dir wäre sogar rein theoretisch es gar nicht so sch oder für dich ist es nicht so schwer dann noch. Durchaus, weil bei mir ja so ein Viertelstunden-Video auch eine gute Stunde braucht, bis es hochgeladen ist. Ja, also ich habe heute habe ich ja Let's Play Minecraft hochgeladen, unser neues Together-Projekt. Immer mittwochs und freitags, außer diese Woche dort mittwochs und samstags. Weil ja gerade Retro-Woche, bla bla bla. Und da kann ich euch dann nur wärmstens empfehlen, einmal reinzugucken. So, jetzt sind wir auch schon soweit fertig. Ich versuche nämlich hier gerade so ein bisschen natürlich zu reden und gleichzeitig hier ein bisschen ist gerade nicht ganz so einfach. Ich brauche jetzt noch die Query. Und die beiden Motoren. Ich hoffe, da kommt jetzt auch Strom an. Wäre doof, wenn nicht. Und noch ein Hebel. Ich muss auch dringend mal diesen verdammten Kopf absetzen. Ne? Ich habe nämlich einen Creeper-Kopf auf. Ich glaube, seit der zweiten Folge. So, die NFE ist natürlich noch nicht ansatzweise voll, logischerweise. Ich bin mittlerweile auf der Höhe Offenburg angekommen. Ah, wie heißen denn nochmal diese Fackeln, womit ich die Query vergrößern kann? Oh, Genau, ne, die. ja, Schreibt's doch in die Kommentare. Ich hoffe, bis dahin habe ich es gefunden. ja, nicht in die Construction. Konstruktionsmarker. Goldzahnrad machen wir nicht, also bauen wir eine normale Query erstmal. Haben wir nicht, also gewittert auch nicht. Das Ganze bauen wir jetzt so nah wie möglich an unser Häuschen hier ran.
guck mal kurz, ob das passt. Das passt perfekt sogar. Ich möchte mich ja nicht selber loben. Hust, hust. Dann müssen wir hier... Ich kotze dir gleich durch die Internetleitung, oder? Oh, das ist schlecht, dann haben wir einen Datenstau. So, das geht schon mal sehr gut klar. Und dann schließen wir das Ganze natürlich jetzt noch ans Rohrsystem an. Und dann legen wir den Hebel um. Oh, geht so. Also man muss ja sagen, mit Strom baut der verdammt schnell ab. Oder zumindest auf, so. Und dann fließen ja, hier auch schon die ersten Sachen durch. Also wenn er schnell aufbaut, wird er auch schnell abbauen. Na, das geht sogar tatsächlich. Er wird aber definitiv an seine Kapazitätsgrenze gehen. Ja, schneller wird er wahrscheinlich nie wieder werden. Ja, bei Strom ist das ja alles sowieso ein bisschen, ne? Okay. So, da wir ja wieder bei einer respektablen Überziehungszeit sind, wir sind jetzt bei 18 Minuten, nur ein bisschen weggeschnibbelt, sind wir vielleicht bei 17 oder 16 Minuten, stoppe ich mal die Query, weil das ist natürlich zwar sehr schön, dass wir jetzt hier schon die ersten Items fliegen sehen, dennoch müssen wir natürlich erst noch ein Lager bauen. Und das wird, wie möchte man es anders denken, Inhalt der nächsten Folge sein. Und zwar werden wir da nämlich dann ein wunderbares System entwickeln, wodurch es uns dann möglich ist, noch leichter und effektiver zu arbeiten. So, komme ich dann jetzt wieder zur Abschlussrede. Wenn es euch gefallen hat, ist richtig, grammatikalisch war es jetzt richtig. Ja, das ist richtig. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, würden wir uns riesig drüber freuen. Solltet ihr Fragen, Anregungen oder sonst was habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich möchte bitte darauf hinweisen, dass solche Sachen, dass wir euch auf Instagram bitteschön folgen wollen, würde ich mich sehr freuen, wenn das nicht mehr passiert. Es geht mir nämlich langsam auf den Keks. Und damit entlasse ich euch ins Wochenende. Macht's gut, haut rein und tschüss. Tschüssi.